Hallo liebe Kinderautoren, schön, dass ihr wieder bei uns reinschaut. Ihr kennt sicher alle so einen Firestarter wie den hier von der Firma Wildo aus Schweden. So etwas bauen wir uns halt selber. Ihr könnt in einem guten Autoladen euch selbst diese Magnesium-Sticks besorgen und dann baut ihr euch so ein tolles Teil selbst mit den Kindern. Wir bauen zwei, den einen Griff machen wir in Form von einem Pilz, den anderen in Form von einem Herz. Dafür braucht ihr bitte eine kleine Astgabel, da schnitzen wir das Herz draus. Oder für den Pilz einfach einen Stock Haselnuss, die Allergiker danken es euch. Ein Taschenmesser mit einer Ahle, das ist dieser Stechdorn auf der Rückseite. Ja, legen wir gleich mal los. Um den Pilz zu schnitzen, runden wir ein Ende vom Stock ab. Immer Schnitt auf Schnitt, bis wir eine Halbkugel hinbekommen. Ihr seht jetzt selber, die Halbkugel ist bereits fertig und jetzt schneiden wir mit dem Taschenmesser so dieses Material, das Holz, zwischen dem Schirm von unserem Schwammerl, von unserem Pilz und dem Boden weg. Und schon haben wir einen tollen Griff. Mit der Ahle, dem Stechdorn, bohren wir jetzt ein Loch in die Rückseite von unserem Griff und zwar so, dass wir dann den Stick hineinklopfen können. So, liebe Kinderautore, unser erster Feuerstick ist fertig und funktioniert, wie ihr seht. So, und jetzt machen wir ein flammendes Herz. Was für eine Symbolik, kann nur mir einfallen. Yeah! So, wir schnitzen jetzt hier die beiden Enden von unserer Astgabel rund ab. So, ihr seht, das Herz ist jetzt schön zu erkennen. Wir entfernen jetzt die restliche Rinde davon und spitzen das Ganze noch ein bisschen an, damit wir die Herzform hier noch schöner zu sehen bekommen. Beispiel wie eben bei unserem Pilz, bohren wir hier wieder ein Loch in die Unterseite von unserem Herz. So, und zwar so groß, damit dieser Stab da hineinpasst und jetzt klopfen wir das Ganze vorsichtig hinein. So, liebe Kinderautore, wir sind fertig mit unseren tollen Firestartern. Das macht den Kindern sicher Spaß. Für größere Kinder ist es eine tolle Sache, die ihr am Kindergeburtstag machen könnt oder mal auf Familienfreizeit. Das ist besser, als wenn sie mit der Tüte Süßigkeiten heimkommen. Das ist wirklich ein tolles, tolles Andenken. Damit kann man zum Beispiel auch die elterliche Wohnung anzünden, wenn es gut läuft. Dumm läuft, egal. Ja, probiert es aus. Ich denke, die Idee ist so gut, die kann der ein oder andere auch nachmachen und sein Buch zum Beispiel bringen. Tolle Sache. Probiert es aus, schaut bei kinderautor.de regelmäßig vorbei, wir haben solche tolle Sachen. Wir haben auch Touren, die wir selber gehen und nicht nur auf kartenbasierten Material haben, so wie manch andere, gell? Und wir probieren die Dinge selber aus, ihr könnt mir hier über die Schulter schauen, wie ihr seht. Ich will euch auch kein Taschenmesser verticken, ich stehe bei keinem Taschenmesserhersteller unter Vertrag. Ich kriege einfach den keinen lustigen Kleinbus, ich veranstalte auch keine Kurse dafür und ich will auch euch keine Bücher von mir verticken. Also, ihr seht selber, wir sind vollkommen sinn- und kommerzfrei. Schaut wieder rein bei uns, liked uns, abonniert unseren tollen YouTube-Kanal. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Pfiat euch, servus, euer Olli. Kinderautor.de, also ich würd's liken.